Das sogar mit zunehmendem Erfolg. Was freilich nicht auf meine natürliche Begabung zurückgeht, sondern, wie der zuständige Chefdisponent Habedank sagt, auf das glückliche Marktschicksal. Ich heiße... Eigentlich spielt das keine Rolle. Also ich bin 46 Jahre alt und tätig für eine kleine, stark expandierende Fabrik für Luxusschuhe. Ich, Vorsicht. Pass doch mal auf, ja. Hast du keine Augen im Kopf oder was? Naja. Gott. Gehen wir mal woanders hin. Hier hinten, da sind nicht so viele Radfahrer. Ja, heute teste ich zwei Paar Schuhe. Also diese hier, das sind schwere, rahmengenähte Oxford-Schuhe aus poliertem, grubengegerbtem Boxkalf. Die Schnürung ist klassisch geschlossen, symmetrisch bis auf den letzten Millimeter durch. Die Dicke der Sohlen fühlen sich allerdings Oxford-Schuhe trotz des Kalbsleders oft ein wenig hart an. Also, hier im Prinzip klebe ich nur noch vormittags, wenn ich umhergehe. Nachmittags findet eine Art Zerbröckelung meiner Person statt, gegen die ich einfach wehrlos bin. Tja, also ich laufe jetzt seit gut einer Stunde in den Oxford-Schuhen herum. Habedank verlangt, dass ich jedes Paar mindestens 4 Tage lang teste.